Zunächst mal herzlich willkommen zur Teamvorstellung des EC Bad Nauheim dieses Jahr. Und wir möchten uns erstmal zeitlich so ein bisschen nach hinten beamen, genau vor 182 Tagen. Da haben wir alle mitgefiebert, gut 2000 Zuschauer, 30. März, das 7. Spiel gegen Rosenheim. Ihr habt alle das Team unterstützt, das Team hat gekämpft bis aufs Zahnfleisch, es hat leider nicht gereicht. Jetzt, neue Saison, neues Glück. Wir sind sehr gespannt, was da alles kommt. Und vorher würde ich mich gerne erstmal bei denen bedanken, die Eishockey in Bad Nauheim überhaupt möglich machen. Und zwar den Sponsoren. Dabei kann man auch schon mal hören, wie viele Fans jetzt da sind. Einmal Applaus für die Sponsoren des EC Bad Nauheim. Das seid ihr Fans. Auch vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Auch einmal ganz lauten Applaus. Und ich habe so das Gefühl, in Bad Nauheim ist Eishockey ein bisschen mehr als ein Sport. Ich würde fast sagen, neben evangelisch und katholisch fast schon eine Religion. Ich finde es brutal geil, wenn ich an so einem Spieltag durch die Stadt fahre und so 2-3 Stunden vorher sehe ich euch schon im Trikot durch die Stadt laufen. Ihr habt vielleicht vorher auch schlecht geschlafen, weil ihr euch aufs Heimspiel freut. Und wir sind sehr gespannt, was diese Saison bringen wird in der Oberliga West. Nachdem die Kassel Huskies und die Frankfurt Lions von der Eishockey-Landkarte verschwunden sind, ist der EC Bad Nauheim Hessens neue Nummer 1 auf dem Eis. Dafür auch einmal Applaus. Herzlich willkommen zur Teamvorstellung des EC Bad Nauheim dieses Jahr. Er ist unser Kapitän mit der Nummer 4, Alexander Baum. Einer unserer Backup-Goalies. Er hat einen ganz wichtigen Namen, er heißt
so wie ein sehr berühmter Friseur hier, Dennis Korff. Und der Chef kommt als letztes auf die Bühne. Unser Trainer geht in die dritte Saison, Fred Carroll. So, und wir haben noch ein bisschen Platz auf der Bühne, sehe ich gerade. Das heißt, wir können eigentlich auch das Team hinter dem Team begrüßen. Jetzt bin ich gespannt. Wo sitzt du? Alleingesellschafter Wolfgang Kurz. Ja, schnell doch das Bierchen weggestellt. Unser Geschäftsführer, der sich darum kümmert, dass der EC Bad Nauheim der einzige Verein in Hessen gerade ist. Andreas Ortwein. Sein Bruder kümmert sich um die Homepage. Michael Ortwein kann, glaube ich, nicht auf die Bühne. Er filmt gerade. Er backt unter der Woche ganz kleine Brötchen im Café Müller. Ansonsten kümmert er sich unter anderem um die Stadionzeitung. Matthias Humboldt. Und im Marketing-Team Jens Hauschild. Sprecher Christian Berger. Also ich sehe, wir haben noch ein bisschen Platz. Wir könnten quasi einmal noch ein paar Leute von euch einladen, aber ich glaube, dabei bleibt es jetzt erstmal. Das ist die Mannschaft vom EC Bad Nauheim in diesem Jahr. So sehen die Jungs ohne Helm aus. Unser Trainer Fred Carroll, du hast letztes Jahr eine schwere Krankheit gehabt, deswegen die Frage gleich an dich. Wie geht's dir dieses Jahr? Geht's gut. Geht's aufwärts? Aufwärts, ja. Okay. Eine Einschätzung von dir zur Oberliga West, die ist neu, die ist vielgeteilt. Wird das eine spannende Saison für uns? Ja, ich denke schon wie jedes Jahr. Man muss einfach abwarten, aber ich denke, wir werden oben mitmischen und ja, wir fangen nächste Woche Freitag an. So, lauter. So, es geht am nächsten Sonntag geht's los. 19 Uhr kommt gleich der Kracher gegen Duisburg. Was ist deine Einschätzung? Ein gutes oder eher ein schwaches Team? Duisburg hat vom Namen her, das ist, glaube ich, die beste Mannschaft in der Liga. Aber die haben auch momentan Schwierigkeiten, in die Saison reinzukommen. Und ich erwarte von den Fans ein tolles Spiel. Okay, vielen, vielen Dank. Unser Trainer Fred Carroll. Ja, ich hatte es eben schon gesagt, er ist dafür verantwortlich, dass es den EC Bad Nauheim noch gibt. Es hat ja den ein oder anderen Eishockeyverein dieses Jahr geköpft, würde ich fast schon mal sagen. Unser Geschäftsführer Andreas Ortwein. Ich muss sagen, das 4:2 in Hamm wurde gegen den EC Bad Nauheim gewertet. Mit 0:5. Auch die Punkte sind verloren gegangen. Wir haben die Tage sehr viel in der Presse dazu gelesen. Vielleicht von dir mal ein Statement. Wie sieht das jetzt aus? Was ist da wirklich dran an der Geschichte? Ja, wenn da was... das erste Wort ist schon mal... Das Interessante an der Geschichte ist ja im Prinzip, ich weiß ja nicht mehr als die Presse auch. Ich habe ja bis heute nichts Offizielles. Das ist erstmal der erste Punkt. Sprich, wir haben eine E-Mail erhalten, wie jede andere Pressemitteilung auch. Wir warten eigentlich bis heute auf eine E-Mail vom Kontrollausschuss, wo wir uns zu äußern können. Und wir werden das mit Sicherheit so nicht stehen lassen, weil im Endeffekt, wir spielen in Troisdorf ein Pokalspiel, interessiert keinen. Und wir spielen in Hamm ein Ligaspiel, auf einmal interessiert es jeden. Wir haben aus unserer Sicht alles gemacht, was notwendig ist. Wir haben die Pässe alle erhalten, also ich sag mal in Anführungszeichen. Wir hoffen, dass das, was zum Beginn der Liga jetzt da vom Verband kommt, sich nicht fortsetzt, sondern dass die daraus lernen. Und wir werden auf jeden Fall kommentarlos das, was die Jungs da aufs Eis gezaubert haben, nicht stehen lassen. Von daher werden wir dagegen angehen und ich bin da eigentlich im Moment auch guter Dinge. Ich muss auch sagen, die Jungs sehen gar nicht so gedopt aus, oder? Naja, wie auch immer, wo ist der Kapitän? Alexander Baum? Einmal zu mir kommen, ganz kurz. Es ist nicht ganz so einfach. Ihr müsst zurzeit in Limburg trainieren. Das ist ja erstmal sehr weit weg. Wie ist das für euch im Moment in Limburg einmal zu trainieren und vor allem auch zu spielen? Ja, am Anfang war es schon schwer für uns, weil es ist halt, wir fahren von hier aus
eine Stunde hin und sind dann halt für eine Trainingseinheit, da waren wir 6 Stunden unterwegs. Hat viel Zeit in Anspruch genommen, nachher haben wir uns darauf eingestellt, das Beste draus gemacht, hatten dann da auch viel Spaß. Spiele waren da, ja, es war nicht einfach, es waren halt nicht so viele Zuschauer da, ja, die Stimmung war nicht ganz so toll wie in Bad Nauheim, aber wir haben das Beste draus gemacht. Ja, und deswegen freuen wir uns auch wieder, dass wir nicht mehr ganz so obdachlos sind und endlich wieder ein Dach über dem Kopf haben im Colonel Knight Stadion. Nächsten Sonntag das erste Heimspiel, also nicht morgen, sondern am kommenden Sonntag gegen Duisburg. Und ich habe noch einen Mann nicht vergessen, es ist mein Kollege von FFH, Felix Möse ist auch hier. Kommst du auf die Bühne? Wir haben in der letzten Saison mit Felix Fragt ein ganz nettes Spiel auf der Homepage installiert. Wir haben immer wieder nette Sachen gefragt, zum Beispiel, wer stand mal nackt irgendwo in einem Treppenhaus? Schöne Grüße nach Dortmund, Sven Breiter. Oder welcher Spieler hat zuerst mal einen Unfall gebaut, als er hierher kam? Markus Keller, ich glaube, du fährst mittlerweile besser Auto, aber es war auch der andere schuld, ich weiß. Also es sind immer so ganz kleine, nette Details, das wollen wir dieses Jahr auch wieder machen, aber bevor wir mit der neuen Runde starten, müssen wir die alte erstmal zu Ende bringen und dazu gehört natürlich auch ein Sieger. Deswegen, Jan Rode, dich bitte ich jetzt mal auf die Bühne und die Siegerehrung macht der Felix. Vielen Dank, Christian. Ja, ich habe erstmal eine Frage, bevor wir anfangen mit dem Jan. Zweite Liga ist großes Ziel, oder? Wie seht ihr das? Ja? Ja? Bitte? Ja? Okay. Also Jungs, gebt euch Mühe, wir wollen euch gerne nächste Saison dann in der zweiten Liga sehen. Jan, so, herzlichen Glückwunsch erstmal. Wie haben wir Jan ausgelost? Per Los? Per Los. Also Jan, du bist der glückliche Gewinner und wir haben hier vorne, guck mal, ein ganz fettes Paket geschnürt. Da ist einiges drin. Halt mal fest. Pass auf. Da ist zum Beispiel drin ein EC Bad Nauheim Rote Teufel Fan-T-Shirt. Da ist natürlich der ultimative Fanschal drin. Der wievielte ist es? Wie viel hast du schon? Das ist der dritte jetzt. Dritte. Ich glaube, es sind dann sogar noch, guck mal hier noch, ein Minischal. Süß, oder? Geil. Hat jemand einen Hund? Sehr schön. Guck mal, da haben wir die Rote Teufel Fan-Tasse. Da kannst du jeden Morgen deinen Kaffee trinken. Hier gibt es ein Basecap. Aufkleber und viele andere Kleinigkeiten sind da noch drin. Unter anderem auch hier ein Original Puck. Ja? Also, und dann haben wir noch was ganz Besonderes. Und zwar gibt es für dich einen Gutschein, den kannst du in der Geschäftsstelle einlösen für eine VIP-Tageskarte. Da kannst du dir ein Spiel raussuchen, dann packst du deine Frau oder Freundin ein und dann VIP-Loge, ganz tolle Plätze, alles drum und dran, wird ein toller Nachmittag. Ich würde mir aufs Trikot hier von allen Jungs noch Autogramme geben lassen. Kriegen wir hin, das machen wir. Nochmal einen Applaus für unseren Gewinner von Felix Stark. Super gemacht, vielen Dank fürs Mitmachen. Und wir machen natürlich weiter. Die Saison, Christian, wir haben uns schon ein paar lustige Fragen überlegt. Es gibt schon wieder nette Anekdoten. Ja, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber wenn Sie mitmachen wollen, sehr gerne. Auf der EC Bad Nauheim Facebook-Seite. Felix fragt immer zu den Heimspielen. So, vielen Dank. Einmal noch Applaus für Felix Möse von FFH. So, wir sind auch schon fast fertig mit der Mannschaftsvorstellung, aber ich würde gerne noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar, es gibt ja in jeder Saison auch eine Weihnachtsfeier der Spieler. Und da muss ein Juniorenspieler, ich sag mal, schon dran glauben, denn zu einer Weihnachtsfeier gehört natürlich auch ein Weihnachtsbaum. Aber der ist beim EC Bad Nauheim nicht so, wie man das kennt, aus Holz und Fichtennadeln, sondern der ist aus Mensch. Ja, und das hat dieses, also beziehungsweise letztes Weihnachten den Pia Wex getroffen. Da musste er, hat er so richtig einen Eishockeyschläger in den Rücken bekommen, so mit Tape drum. Dann wurde er auch geschmückt, ein paar Lampen drumherum, die Beine zusammengetaped und dann musste er da stehen. Ist halt nun mal sein Job. Ja, das wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder geben, wegen des großen Erfolgs. Und ich habe mir vorhin noch mal angeguckt, wer so der jüngste Spieler ist, Marvin. Marvin, komm mal nach vorne. Komm mal her, streck mal die Arme auseinander. Ja, ich könnte es mir gut vorstellen. Eine Lichterkette. Also, kennst du was schon von dem Brauch? Du bist ja neu beim EC. Ja, ich hab davon gehört. Sprich dich rum, gell? Okay, was würdest du dafür tun, dass du es nicht wirst? Vieles. Also, wir sind sehr gespannt, was da passiert. Wer dieses Jahr den Weihnachtsbaum macht, bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Da haben wir erstmal eine Menge Heimspiele, so wie am nächsten Sonntag, 19 Uhr gegen Duisburg. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle da seid, dann ist das Stadion, dann sind schon mal ein paar Menschen da. Aber vielleicht kriegen wir es ja auch ganz voll.
Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Kerb, einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende und noch einmal einen herzlichen Applaus für die Mannschaft des EC Bad Nauheim.